So Leute, willkommen zurück zu Metroid Other M. Oh yeah, im letzten Part haben wir meinen persönlichen Nemesis besiegt. Und zwar die Stelle im Fahrstuhl. Und das war gerade ganz schön knapp, ich war fast in die Lava gejumpt. Und freuen uns einen Keks deswegen, also ich freue mich deswegen jedenfalls, so wie ein Plätzchen. Und ja, es ist einfach motivierend zu wissen, dass diese Stelle jetzt endlich überwunden ist. Wie gesagt, das waren nicht die einzigen Stellen. Ich meine, jeder Endgegner ist nochmal so eine Schwierigkeit für sich, kann man eigentlich nochmal schon platt behaupten, aber so von den normalen Stellen im Spiel, sag ich mal, war es damit endlich erlegt. Und es freut mich so ungemein. Ich hätte nicht mehr daran geglaubt, dass wir es schaffen, ehrlich gesagt. Im letzten Part, ich dachte, ich muss einen Schnitt machen, aber ich möchte eigentlich ungern einen Schnitt machen, weil wenn schon Hard Mode, Gott, dann noch jeden Scheiß zeigen, jede Leidensphase, die man hier erleben darf. Oh Gott. Schön. Wir halten durch. Wir halten einfach nur durch. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Nicht wahr? Oh ja, es ist wahr. Aua! Kommt jetzt die... Wow! Dieses Smogon schon wieder. Ja, darf ich vorstellen. Da ist er schon das zweite Mal. So, Adam, gib uns den scheiß Grapple Beam. Samus, use of the Grapple Beam is authorized. Thanks, Mann. Zum Glück hat das nicht lange gedauert. Okay, und... Die kriegt das schon, keine Sorge. Wo kommen die ganzen kleinen Viecher her? Ja. Das war zu erwarten. Wenigstens darf ich jetzt mit voller Energie da reingehen. Ich hasse diesen Zwischenboss. Ich hasse ihn einfach so abgrundtief. Er ist jedes Mal wieder eine Qual. Diese ganzen kleinen Viecher könnte Anthony mal für mich irgendwie abmurksen. Ja. Ja, geil. Geil. Response! Ja, Anthony kriegt das Ding schon klein. Wenn nicht, dann... Shit happens. Wobei man ja immer noch nicht weiß, wer jetzt der Verräter ist von den vier übrigen. Eigentlich sind alle... Wobei, es sind ja nur noch drei übrig. Aber wir können natürlich leider nicht nachgucken, wer derjenige ist, der in die Lava gefallen ist. So, ich überlege gerade, ob es besser wäre, jetzt direkt... Ich glaube, ich greife ihn einfach an. Oh yeah, Baby! Geil, ich habe beides noch geschafft. Ah, ja, das scheint ihn ja brennend zu interessieren, dass da noch jemand rumläuft. Ja, komm. Greif mich doch an, Mann! Was zum Teufel? Er hat Anthony angegriffen. Oh mein Gott. Lass ihn in Ruhe. Achso, er flieht. Ich dachte gerade schon, Anthony hätte mir die Show versaut. Achso, ja, danke. Weiß ich. Puh. That was ugly. Thanks, Princess. So, you get called out here too? Called? Commander gave us a new directive to move as a unit. Our gather point was a navigation booth near here, but when no one showed, I figured I'd just take a look around. That's when I got jumped by those things you just saw. What was your unit directive? I'm tracking that monster. We were heading to the geothermal power plant to open the magma eruption port. Gotta restore the power in this place so I can see that pretty face of yours. Yeah. It seemed a little excessive to send the whole unit to do it, but he's the commander. He must have had a reason. So, Samus. How you feeling about the commander, huh?
has arrived at the drive unit. Ian, be careful out there. I know this is a routine fix, but don't let your guard down. There were 300 people on board. Their lives are in your hands. Roger that. Commander! The drive unit's going critical! The unit is overheating beyond our estimates, sir! Ian! Commander Malkovich! Unit meltdown imminent! It's gonna explode! Prepare to disengage the drive unit immediately. But Ian's still inside! Adam, I can reach him! Give me the order, please! Lock and secure the shielding doors now! Adam, wait! There's still time! I can make it! Please, let me go! I mean... That's Ian! That's your little brother out there! We're out of time, sir! Adam, please, let me go! You have to trust me! Just give me a chance! Commence drive unit disposal immediately. That's an order. Adam was right. If we had waited any longer, it would have meant the end of those we had come to rescue, and the end of us as well. I knew that, but... At the very least, you wouldn't be standing here now. That's what the commander was most scared of. I was childish. No one should have to make the choice that Adam did. And yet all I could do was question his authority and make things more difficult. Hey, you were just a pup then, and the commander knows it. Look, forget it. Sorry for hitting a nerve. We better get going anyhow. Man. Did something like that happen now? Best just forget about it. I'm out. I knew the question Anthony was suppressing, and I knew the answer. If something like that happened again, I would hold fast to that glimmer of hope and try for redemption. That's who I am. Ah, ich liebe die Cutscenes in dem Spiel. Und ja, natürlich haben sie recht. So eine Entscheidung sollte niemand treffen müssen. Aber es war die einzig richtige, denn sonst wären alle draufgegangen. Oh Gott, und nicht nur. Nur in Anführungsstrichen sein kleiner Bruder. Und ich möchte bitte hier raus. Danke. Ich denke, das muss ich auch nicht weiter... Das sah episch aus. Muss ich auch nicht weiter kommentieren, was da gerade passiert ist. Haben wir alle gesehen. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber irgendwie habe ich es jetzt vergessen. Ja, ich mag Anthony übrigens, nur mal so nebenbei, wollte ich mal erwähnt haben. Und ihr könnt ja Prognosen aufstellen. Wer glaubt ihr, ist der Verräter? Ist es doch Adam? Ist es doch Anthony, James oder KG? Was schätzt ihr? Das Lustige ist ja, ich weiß es auch nicht so wirklich. Man erfährt es eigentlich nicht. Man kann nur Prognosen aufstellen. Ja, ich sollte vielleicht auch mal das Ding aktivieren. Böhm. Wenn ich jetzt wüsste, wo, wäre das eine Sache, die schnell erledigt ist. Ich würde gerne hier rein. Geht das nicht? Hallo, lass mich rein. Moment mal! Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir reinkommen. Oder muss ich... Ich dachte eigentlich, dass da oben wäre nur für einen Missile-Tank. Aber scheinbar muss ich da zwangsläufig rein. Gut,
Dann gehen wir einfach mal rein. Ja, okay, wir müssen hier zwangsläufig rein. Na gut. Ach, stimmt ja, wir müssen jetzt... Ah, nein. Ich bin gespannt. Warum ich gespannt bin, fragt ihr euch. Ja, wir müssen jetzt hier die Grapple-Dinger runterlassen. Rupp, Schluck, was war denn das? Ein nächster Bosskampf steht uns bevor. Und zwar unmittelbar bevor. Naja, ich bin gespannt, wie ich mich mache. Seid es auch, könnt ihr ruhig sein. Ich habe nämlich dann bei dem, der jetzt kommt, nicht mehr wirklich in Erinnerung, ob er schwer war auf hart oder ob er ging. Jedenfalls das kleine Fischi, was wir da gerade gesehen haben, kennen wir ja noch. Das ist das Vieh, was uns schon mal verspeisen wollte. Und ihr könnt jetzt mal ganz wild drauf losraten, was glaubt ihr denn, wird der nächste Endgegner sein? Richtig, Mother Brain, oh mein Gott! Nein, natürlich nicht. Jung. Oh, fuck you! That was close. Ah, Hilfe, es geht schon los. Huch. Diesen Boss übrigens habe ich schon mal geglitscht. Fällt mir gerade so auf, wo ich es gerade nochmal sehe. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber er war quasi außerhalb der Lava. Er ist in der Luft geschwommen. Und es hat sich dann sehr ein bisschen entstellt aus dabei. Ja, vielleicht passiert das ja nochmal, es wäre lustig. Sorry, ich muss mich jetzt erstmal aufladen. Und jetzt können wir das Fisch hier an Land ziehen. Wir angeln einen kleinen Dickmann. Missiles bringen vielleicht mehr, wollte ich gerade sagen, aber zu spät. Diesen Bossgegner mag ich übrigens auch sehr gerne. Mal gucken, ob ich meine Meinung diesbezüglich noch ändern werde. Du Arsch. Da dreht er einfach um. Ja, komm. Mach dein Maul auf. Sag uns einmal A. Einmal A machen, bitte. Das zieht direkt ein ganzes Ding ab. Ach du Scheiße. Na, guten Abend. Das ist ja toll. Das ist scheiße. Gut. Dann heißt es auf noch mehr aufpassen. Ja, komm, Kollege. Voll getroffen noch. Schön. So, dann zeig uns mal, was du hast. Mein Guter. Versuchen wir es mal mit Missiles das nächste Mal. So, jetzt niest er zweimal, hat Chi Gesundheit. Und raus mit dir, Kollege! Komm schon, wow, Petri heil! Geile Scheiße! Nee, der Beam bringt definitiv mehr. Okay. Sind wir also schon so weit, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es hat gepasst. Ja. Komm schon, mein Lieber. Okay, komm, spuck einmal. Oh, dann hat er keine Lust mehr. Na gut. Dann halt nicht. Oh Gott! Ach, viel zu viel Schaden, ey. Toll! Ich
hasse die Wii manchmal. Einfach nur für diese verkackte Steuerung. Hätte man nicht einfach einen normalen Controller nehmen können? Nein, nein, nein. Es musste natürlich sowas sein. Leute, im nächsten Part versuchen wir das Vieh weiter zu bekämpfen. Bis dahin, ciao.